Wie ist die Lage? Genau, man muss das dazu sagen. Wir haben 1.20 Uhr irgendwann morgens. Du bist aus Mallorca direkt hier hingekommen. Was machst du auf Mallorca? Auf Mallorca, ich bin Partyschlagersänger, neben meiner Schauspielertätigkeit in der Lindenstraße und sonst wo. Bin ich zweimal die Woche auf Mallorca, donnerstags nachts um 2 Uhr in der Mega Arena. Mhm. Kennst du die überhaupt? Ich war noch nicht da, muss ich ehrlich zugeben. Du warst doch nicht auf Mallorca? Doch, auf Mallorca war ich schon, aber Ballermann noch nicht. Ich habe viel davon gehört, es soll sehr lustig sein. Ist super, wirklich. Ja. Also die Bilder aus dem Fernsehen, nur Saufgelage ist und so, und die kotzen da rum oder so. Nee, das ist da nicht. Das ist wirklich so, die Leute fliegen dahin, die wollen feiern, Party. Und das tun sie mit dir? Ja, unter anderem. Ja, also einmal die Woche ist wirklich abgeschweift. Ja. Zweimal die Woche. Donnerstags nachts, 2 Uhr in der Mega Arena, unten im Keller. Bis zu 4.000 Leute hole ich da rein. Ja. Und dann freitags mittags, nachmittags, hole ich bis zu 6.000 Leute da rein. Ja. Checken die Leute hier nicht so. Denken so, Mallorca, was ist da so? Aber ich hole so in 24 Stunden, so fast 10.000 Leute. Wahnsinn, was ist das für ein Gefühl, wenn man tausende Menschen, ich sag mal, ja wirklich in Wallung bringt, oder? Das ist geil, das ist sehr geil. Ja, das ist für mich, das muss man auch lieben und leben. Und ich liebe und lebe das und ich glaube, das merken die Leute. Also ich wenn ich auf der Bühne stehe, ich bin so ein Schalter, der macht Klick und dann bin ich aber mal, ich bin wie die. Ich feiere genauso. Ich verstelle mich nicht. Ja. Ich bin, wie ich bin. Okay, und du hast einen neuen Titel dieses Jahr. Muss man jedes Jahr eigentlich einen neuen Titel haben? Wie läuft das Geschäft? Schon okay, aber wenn man, also ich mache so 2 Titel, einmal im Winter zur Abrisski-Zeit und dann im Sommer. Und diesmal scheine ich in die Goldkiste gegriffen zu haben, weil die Nummer ist gerade der absolute Oberburner. Ich bin auch total geflasht, weil die Leute grölen das überall rum und aber scheiß drauf. Es heißt genau, scheiß drauf, Mallorca ist nur einmal im Jahr. Malle ist nur einmal im Jahr. Okay. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Ja. Und woran merkst du das, wenn ein Titel gut ankommt oder wenn er nicht so gut ankommt, wie ist das? Woran ich das merke? Ja. Wenn du oben auf der Bühne stehst und fängst dann an zu, der Refrain kommt, der Refrain ist bei diesem Song absolut das Wichtigste. Und wenn die Leute schon beim zweiten Mal mitgrölen, sondern nicht nur 20 oder 200 oder 1000, sondern 2.000, 3.000 Leute auf einmal mitsingen, dann denkt man, das ist aber komisch. Dass auf einmal alle mitsingen, das ist schon, daran merkt man das dann schon. Oder wenn man dann die Diskothek verlässt und geht, ich bin auf dem Weg ins Hotel und die Leute grölen mich an. Mit dem Titel? Rum, mit dem Titel, das ist wirklich geil. Ja, die singen untereinander auf der Straße, die singen sich an gegenseitig, das ist wie so ein Battle. Das kann man sich nicht vorstellen hier, ne? Ja, hier in Deutschland jetzt sehr viel Regen, hat man ja bisher schon diesen Sommer wieder, wobei es gibt keinen Sommer, scheint mir. Schauen wir mal. Echt? Und wenn man jetzt so deine Laufbahn sieht, Schauspieler, hättest du dir das jemals damals in der Lindenstraße träumen lassen, dass du mal Stimmungssänger wirst? Wie bist du da überhaupt, ich sag mal, reingerutscht? Ich bin eine rheinische Frohnatur. Ich bin aus einer richtig kölschen Familie. Genau. Ich bin Köln groß geboren. In welchem Stadtteil? Köln-Müllem. In Müllem? In Köln-Mühlheim, ja. Und aus einer richtig kölschen Familie. Also zu Hause sprechen wir auch Kölsch. Karnevalsveranstaltungen habe ich mitgemacht. Karnevalsverein war ich. Und ich habe immer so geheim für mich gesungen. Ja, und dann kam ich in dieses berühmte Dschungelcamp 2006. Und von lauter, ich bin auch absoluter Schlagerfan, muss ich dazu sagen. Ja, okay. Absoluter Schlager. Das heißt, Karneval feierst du von vorne? Feiern von vorne bis hinten. Früher, jetzt arbeite ich, darf ich da arbeiten. Früher habe ich da wirklich mitgefeiert, vom Weiberfastnacht bis zum Rosenmontag. Komplett. Und dann kam ich 2006 ins Dschungelcamp und vor lauter Langeweile fing ich an, die Schlagertitel zu singen, die ich so kenne. Ja, und das hat mir Spaß gemacht. Dann kam ich aus dem Dschungelcamp raus, da kam eine große Plattenfirma auf mich zu und sagte, Junge, hast du nicht Lust, ein bisschen mit in eine CD machen? Ich so, ich bin Schauspieler und bin ernstzunehmender Schauspieler. Ich kann doch jetzt hier keine Schlagertitel singen. Da habe ich mich doch überreden lassen, gerne überreden lassen. Hab dann mein erstes Single war, ich glaube, es geht schon wieder los. Und ich ist direkt gechartet.
Wahnsinn. So, dann haben wir das erlaubt. Wir wollten den zweiten Titel. Der zweite Titel hieß Wer bist denn du? Ist auch gechartet. Dann kam der dritte, vierte, fünfte. Ja, jetzt bin ich schon im achten Jahr. Ach, ja. Was läuft denn besser? Schauspielerei oder Schauspielen oder Stimmungssänger sein? Also, es gab mal so 2-3 Jahre in meinem Leben, da lief fast gar nichts. Und da hat mich die Musik aus allem rausgeholt. Und jetzt überwiegt mehr die Musik, aber es kommt auch wieder die Schauspielerei. Ja. Ich mache momentan beides und beides lässt sich gut vereinbaren. In der Woche drehe ich und am Wochenende stehe ich auf der Partybühne. Bedingt sich das so beides, dass man die eine Popularität für das andere nutzt und umgekehrt? Also kommen die Schauspieleranfragen wieder, seitdem du mit der Musik Erfolg hast, oder wie ist das? Ich glaube, ich muss da vielleicht doch hinzufügen, weil ich habe ja eine ziemlich bewegte Vergangenheit und habe in meiner Vergangenheit viel verbrannte Erde hinterlassen in der Filmbranche. Und ich war nicht mehr zuverlässig. Und, das heißt, wie hat sich das ausgewirkt, nicht mehr zuverlässig? Ja, wir reden hier von Jahren. Ja. Ich konnte mir keine Texte mehr merken, ich bin nicht zu Drehtagen erschienen. Also ich hatte ein ernsthaftes Problem gehabt. Und welches war das? Ich war mal kokainabhängig. Okay. Und habe mich therapieren lassen. Ja. Ich habe 6 Therapien dafür gebraucht. Die 6 hat angeschlagen, da hat der Schalter papp gemacht. Wie kommt das? Ich höre das sehr oft. Man macht die erste Therapie, man macht die zweite. Es funktioniert, man kommt irgendwie nicht los. Wann ist der Moment da, dass man loskommt? Wann ist der Moment da? Also bei mir war es schon wirklich, sagen wir, 1:58. Ja. Ich habe die Frau verloren, die Kinder, die Freunde, die Realität. Ich habe in meiner eigenen Welt gelebt und Lindenstraße verloren. Ja. Also Lindenstraße. Dadurch hast du Lindenstraße verloren. Ich bin rausgeschmissen worden. Okay. Und ich bin ja einer der beliebtesten Figuren in der Lindenstraße gewesen und immer noch. Und ich habe nie gedacht, dass sie mich rausschmeißen. Ich habe gedacht, nein, niemals. Und dann irgendwann kam der Anruf vom Geissner, du bist jetzt leider nicht mehr tragbar. Wir müssen jetzt reagieren und wir müssen jetzt dich leider entlassen. Wie? 18 Jahren war das schon Genickbruch für mich. Das war schon sehr hart. Das war dann so der Gipfel. Aber alles um mich rum fing an zu bröckeln. Also Familie, Freunde. Es war alles mit keine Kohle mehr. Ich hatte vor 4,5 Jahren noch nicht mal 5 Euro. Ich war mal richtig pleite. Keine Kohle, nichts. Noch nicht mal einen Wohnsitz hatte ich gehabt. Du warst obdachlos? Oder? Ich war obdachlos, ja. Ich habe bei meiner Schwester gelebt, dann habe ich bei meiner Ex-Frau gelebt, im Kinderzimmer von meiner Tochter. Wir waren getrennt, habe ich aber trotzdem aufgenommen. Die hat dich trotzdem aufgenommen? Ja, ist meine beste Freundin mittlerweile. Allerbeste Freundin. Ich meine, die hat ja auch viel mit mir durchgemacht. Ne? Also 18 Jahre Willi Herren, das ist schon harter Tobak. Hat sie dir verziehen? Ich glaube ja. Ja? Wir sind die besten Freunde mittlerweile. Was ist das? Ist man da dankbar, dass man es wieder so richtig hingekriegt hat? Ja, ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich überhaupt mein Leben wieder in die Reihe gekriegt habe. Ich meine, ich war ja ganz unten. Und der Weg nach oben, da wurden mir immer wieder Steine in den Weg gelegt. Ich habe mir auch selber Steine in den Weg gelegt. Selber gelegt oder sind sie dir von anderen gelegt? Sowie als auch. Ja? Ja. Aber ich muss sagen, seit 3 Jahren bin ich sowas von in der Spur, läuft alles und läuft alles. Privates Umfeld und die Familie ist mittlerweile bei mir wirklich A und O. Ich liebe meine Kinder über alles. Ich habe ein sensationelles Verhältnis zu meinen Kindern. Mein Sohn macht mich ja jetzt demnächst wieder zum Opa. Oh. Ich werde am Montag 38 und ein junger Opa. Die Familie steht bei mir an allererster Stelle. An allererster Stelle. Bist du glücklich? Momentan? Ja. Gute Frage. Soll ich was sagen? Ja. Ja. Ich bin glücklich. Ja. Das habe ich bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr sagen können. Aber momentan kann ich sagen, mit dem, was ich habe und erreicht habe, bin ich total glücklich. Mit meinem Umfeld, mit meinen Freunden, alles. Bis jetzt stimmt alles. Okay. Was wäre passiert, wenn das anders gelaufen wäre? Oder ist es gut so, dass es so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist? Also ich glaube, es ist gut so, dass ich diesen Weg gehen musste. Weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und wenn ich der ich jetzt bin.
ich glaube, das hat mich sehr geprägt und zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also ja, musste passieren, weil sonst weiß ich nicht, wo ich... Ja. Woran lag das denn, dass du so jung schon in die Lindenstraße eingestiegen bist? Kriegt man, hat man da nicht das Verhältnis so zwischen, ich sag mal, Arbeit, Popularität? Wo ist da, wo kommt man da aus der Spur? Boah, das ist, ja, man hat jung, ich bin aus einer arbeitenden Familie, aus Köln-Mühlheim. Und als ich anfing mit der Lindenstraße, war ich sonntags noch der normale Junge. Und montags, sonntags kam ich in die Lindenstraße und montags bin ich im Schulbus, habe ich im Schulbus gesessen und jeder kannte mich. Von heute auf morgen. Damals haben die Lindenstraße, damals wurde die Lindenstraße noch von, glaube ich, 14 Millionen Menschen geguckt. Ich war von heute auf morgen total bekannt, berühmt, ein Star, sage ich mal, habe ich gedacht. Ja. Und das war auch so, zu Anfang ein Problem für mich, weil die Freunde haben mich dann gedisst und viele Freunde verloren, Freunde. Das war für mich am Anfang sehr schwer, aber dann fing ich an damit zu leben. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das wäre jetzt zu ausschweifend, wenn ich jetzt erklären würde, wie ich da jetzt reingerutscht bin. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Ja. Aber irgendwann bin ich dann da reingerutscht in diesen Drogensumpf, weil es leider in manchen Kreisen wirklich gang und gäbe ist. Da ist das normal, als würde man ein Kaugummi essen oder so. Ich kann das jetzt nicht so erklären. Ja. Aber es ist leider so. Ich behaupte ja auch in meiner... In der ganzen Szene sind 80% entweder Alkoholiker, drogenabhängig, depressiv oder haben Tablettenprobleme. Oder alles zusammen. Oder alles zusammen. Multipolydox. Mhm. Aber du bist rausgekommen, du bist total happy, dass du rausgekommen bist? Ja, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren raus. Und, bist du denn auch happy, dass du es mit dem bist, was du jetzt machst? Stimmungssänger. Ich sag mal, da wird ja der ein oder andere Kollege... Die belächeln mich. Eben, die Nase rümpfen. Ja, die belächeln mich. Ich habe Spaß dabei. Ja. Ich liebe es, ich lebe es. Und die meisten wissen ja, ich glaube ja auch du weißt ja noch nicht mal, was ich so mache. Also ich habe so an die, letztes Jahr hatten wir die 200-Grenze erreicht, an Auftritten im Jahr. Und ich erreiche im Jahr. Schau mal, 200 Mal im Jahr trittst du auf. Ja, und nicht nur auf Mallorca. Überall. Da muss man dazu sagen, das Jahr hat 200 Arbeitstage, also auf Arbeitstage gerechnet, du arbeitest jeden Tag. Nö, ich mache manchmal. Klar, ich weiß, du hast manchmal ein paar Auftritte am Tag. Wie viel waren es jetzt auf Mallorca? Zwei oder? Jetzt waren es drei. Drei? Ja. Also da sagen wir schon, aber trotzdem. Morgen habe ich vier. Ja, aber trotzdem, es ist ja, das ist hart, aber du musst ja auch die CD nehmen. Das ist hart. Die Leute denken immer, ach, der fliegt nach Mallorca, der macht dann, nee. Der singt ein bisschen. Der singt ein bisschen. Das ist Arbeit. Hört meine Stimme. Ich bin sonntags morgens höre ich mich so an. Das ist wirklich harte Arbeit. Aber man muss es lieben und leben. Wenn man das nur so runterhört, wie manche andere Kollegen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, dann funktioniert das auch nicht oder nur begrenzt. Und ich will ja lange mich da halten. Ja. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, entscheide dich. Musik oder Schauspielerei könnte ich jetzt. Ich liebe beides. Und auch wenn die anderen Kollegen mich belächeln, die Ernst, weil die Burg, Theater, Schauspieler und so, die lachen mich ja wirklich aus und sagen, wie kann man denn sowas machen? Ich verdiene damit mein Geld, ich habe Spaß dabei und ich liebe das. Was hast du für ein Verhältnis zum Publikum? Ich bin absoluter ich bin volksnah, sagt man. Ich bin ein Junge zum Anfassen. Also wenn ich dann so manche Kollegen sehe auf der Bühne, die machen ihr Ding, die gehen noch nicht mal runter, verteilen Autogramme, ich meine, das ist das Mindeste, dass man wenigstens runtergeht oder so zu den Leuten und hallo sagt, ich meine, von den Leuten leben wir und denen haben wir das zu verdanken, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber es ist ein knallhartes Geschäft. Das ist knallhart. Das ist so knallhart, das können die Leute sich nicht vorstellen. Ja. Ich meine, mach du mal 200 Auftritte mehr. Ich beneide dich und wo? Absolut nicht. Mallorca, Bulgarien, Sonnenstrand, Bulgarien, Goldstrand, Südtirol, Österreich, Schweiz. Ich bin nur unterwegs. Ist das eigentlich so ein Club? Ich habe das Video gesehen hier aus Bonn mit Michael Wendler, hast du dich gerade wieder vertragen? Ich habe mich wieder vertragen, ja. Worüber habt ihr euch gestritten? Wolltest du auch der Wendler genannt werden? Nee, ich wollte Herren, ich wollte Herren genannt werden. Also der Herren wollte genannt werden? Nein, nein. Also das da hat er wahrscheinlich gegen geklagt. Ein Artikel vom Nachnamen, das darf man nicht. Also, nein, Wendler und ich hatten ein privates Problem, was ich jetzt hier nicht öffentlich breit treten möchte wie andere.
Er hat uns ausgesprochen, das hat mir gut getan, ihm glaube ich auch sehr gut getan. Mittlerweile telefonieren wir auch wieder und mittlerweile besuchen wir uns auch wieder. Wir tasten uns langsam wieder ran, weil im Grunde im Herzen, hier kann einer sagen, über den Wendler, was er will, im Grunde im Herzen, ganz tief, da muss man aber wirklich bohren, ist dann eigentlich kein Verkehrter. Aber wenn man tief bohrt, dann muss man noch viele Schichten durch. Aber so ist das eigentlich netter. Und jetzt ist er mal richtig auf die Nase gefallen. Und jetzt weiß er, er muss was ändern. Und wieso, womit ist er auf die Nase gefallen? Habe ich wieder nicht mitbekommen. Nee. Also, nein, ich bin in der Szene nicht so drin. Ja, das wäre jetzt, glaube ich, das können die Leute einfach googeln. Mal Michael Wendler. Und dann seht ihr und hört das. Ist das denn so ein Kreis von Leuten? Ihr trifft euch doch wahrscheinlich. Wanderzirkus. Eben, Wanderzirkus. Okay. Es gibt ja welche, die sind nur auf Mallorca unterwegs. Wie so ein Peter Wackel, der funktioniert noch auf Mallorca und in Deutschland nicht. Und das ist so, also DJ Ötzi, Helene Fischer. Ja. Und ihr geht wahrscheinlich, ihr tritt zusammen auf und abends habt ihr auch noch einen privaten Club zusammen, oder? Nein. Nicht? Dann gehen wir auseinander und da haben wir das genug gehabt. Das ist das Schlimme an dieser Branche. Man macht einen Auftritt, man sieht sich so, man kommt an. Ja. Mit den einen versteht man sich mehr, mit den anderen weniger. Ja. Aber wenn man Erfolg hat, also in dieser Branche, gönnt einem der anderen nichts. Nicht die Butter auf dem Brot. Die Butter auf dem Brot, ja. Und das ist schon sehr hart. Okay. Muss man auch erstmal lernen, mit umzugehen. Und das kannst du aber? Ich ja, ich habe es gelernt. Ach, ich mache mein Ding und ich bin, wie ich bin. Ich verstelle mich nicht. Und wer damit ankommt, ich habe das Herz auf dem rechten Fleck, sage ich. Ich habe das Herz auf der Zunge, ich sage, was ich denke. Und wenn die Leute oder Kollegen damit nicht klarkommen, dann haben sie Pech gehabt. Ganz einfach. Und kein Alkohol? Kein Alkohol, nein. Das geht gar nicht. Das würde gar nicht funktionieren bei den Auftritten. Nein. Also ich habe auch nie gedacht, den Alkoholproblem hatte. Ich weiß, ich habe mal Drogenprobleme gehabt. Aber wenn die Leute mich aber offensichtlich... Aber oft ist das ja so, die eine Problem ist fertig, das andere kommt, aber... Soll ich sagen, was für ein anderes Problem ich jetzt habe? Nee. Ich bin ja immer noch süchtig. Ich sag dir mal was? Yeah. Schokolade. Nein. Ach, das ist ein Schokoladenbauch? Das ist wirklich ein Schokoladenbauch. Okay. Nachts 2 bis 3 Schokoladen, Tafel Schokolade, dann putze ich weg. Ja. Aber locker. Okay. Aber das ist eine verzeihliche Sucht, muss ich ehrlich sagen. Ja, besser so als so. Ja, ne? Ja. Ja, und dann bin ich auch noch leidenschaftlicher Hobbykoch. Ich probiere gerne viele Sachen aus. Ich esse halt sehr gerne. Ja. Das ist so meine Sucht. Das ist aber für mich auch Lebensqualität. Dann wünsche ich dir damit mit diesen Süchten noch viel Spaß, Erfolg. Und ich drücke vor allen Dingen den Daumen für Scheiß drauf. Ja. Aber Scheiß drauf. Aber Scheiß drauf, man ist nur einmal im Jahr. Ja, genau. Ja. Was, ich wollte über die über Grammatik reden. Grammatik? Ja, Mallorca ist ja ein Ort, der kann ja nicht nur einmal im Jahr sein. Der ist ja erstens immer und zweitens, sag mal, was kann, einmal im Jahr kann Weihnachten sein oder Ostern, aber doch nicht Mallorca oder Karneval. Kann doch, also die meisten... Ein Ereignis kann einmal im Jahr sein, aber kein Ort. Ja, Malle steht ja für Party. Ah, okay. Für Party. Und für einmal im Jahr fahre ich da hin und lasse die Sau raus. Das ist Malle. Okay. Also in diesem Sinne ist Malle kein Ort, sondern ein Ereignis. In diesem Sinne ist Malle ein Ereignis, ja. Genau. Auf jeden Fall. Wie du. Ja. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.